meine Lieben da draußen und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr zu diesem neuen Video von mir wieder mit dabei seid. Heute habe ich für euch mal wieder ein Adventskalender-Vergleichsvideo und zwar zwischen den beiden Adventskalendern von Asam Beauty. Und zwar hier gibt es erstmal den Make-up-Adventskalender mit einem Wert von 177 Euro. Und dann gibt es noch den Pflege-Adventskalender mit einem Wert von 187 Euro. Also das ist das, was Asam als Wert angibt jeweils. Und diese beiden Kalender hatte ich mir am Singles Day mit 22% Rabatt bei galeria.de bestellt. Denn normal kosten die beiden Kalender dieses Jahr jeweils 59,99 Euro. Und dann bei galeria.de mit diesem 22% Rabatt habe ich nur noch 46,79 Euro gezahlt. Und wie immer in meinen Adventskalender-Vergleichsvideos werde ich jetzt beide Kalender parallel aufmachen und für jedes Türchen eine Punktzahl zwischen 0 und 3 vergeben. Das heißt, das Höchste, was ein Produkt an einem Tag erreichen kann, sind 3 Punkte. Wenn ich das Produkt wirklich wahnsinnig toll finde, 0 Punkte, wenn es ein Füllprodukt ist. Das habe ich bislang noch nie vergeben, aber ich glaube, in dem Make-up-Adventskalender sind 2 Füllprodukte drin. Werden wir sehen. Und ansonsten ja, 1 und 2 Punkte dazwischen. Also 2 Punkte, wenn ich das Produkt schon gut finde, aber jetzt nicht komplett überragend. Und 1, wenn es mir nicht so gut gefällt. Und ich werde das Video wieder in 3 Teile schneiden. In dem ersten Teil jetzt zeige ich euch die Türchen 1 bis 8. Im zweiten Teil dann die Türchen 9 bis 16 und im dritten Teil die Türchen 17 bis 24. Aber da ich ja diese Woche noch kein Video hochgeladen habe, ich habe es zeitlich einfach wirklich nicht geschafft, werde ich die 3 Teile an aufeinanderfolgenden Tagen hochladen. Sodass ihr dann hoffentlich auch noch vor dem 1.12. für euch entscheiden könnt, ob vielleicht einer der Kalender für euch was ist. Ich habe gesehen, dass der Make-up-Adventskalender auf der Asam-Homepage schon ausverkauft ist. Den Pflege-Adventskalender gibt es dort noch. Es gibt aber beide Kalender noch bei galeria.de und ich glaube auch bei DM. Im Shop habe ich zumindest, also im Laden vor Ort habe ich sie zumindest gesehen. Gut, dann fangen wir an. So, wir fangen an mit der Nummer 1. Hier aus dem Pflege-Adventskalender. Und das Schwarze ist aus dem Make-up-Adventskalender. Also Pflege ist viel schwerer. Machen wir mal die Pflege als erstes auf. Da haben wir von Ahuhu ein Thickening Koffein Shampoo. Für Kraft und Fülle mit Bio-Koffein, 0% Mikroplastik, 0% Mineralöl, 0% Silikone. Und das sind 75 Milliliter. Finde ich super. Ich benutze von Ahuhu aktuell die blaue Haarreihe, diese Hydropflege. Die kenne ich noch nicht, hört sich aber gut an. Kraft und Fülle kann ich gut gebrauchen, werde ich gerne ausprobieren. Ja, das finde ich schon mal sehr gut. Dann, was haben wir in dem Make-up-Adventskalender? Da steht übrigens auch immer noch ein Spruch drauf, sehe ich gerade. Also hier auf der 1 war Make a Wish. Und bei der Pflege ist Shine Bright Like a Star. Gut, in der 1 vom Pflege-Adventskalender haben wir ein Starshine Lip Oil in 1,6 Milliliter. Also wirklich eine kleine Größe. So ein Nude-Ton. Ja, also da gefällt mir jetzt der Pflege-Adventskalender definitiv besser. Und das Shampoo finde ich auch sehr schön.
Also bekommt das Shampoo 3 Punkte und das Lippenöl 2 Punkte. Weiter geht's mit der 2. Gleich groß diesmal und auch beides relativ leicht. Jetzt machen wir mal Make-up als erstes auf. Steht auch wieder ein Spruch drauf. Let it glow, let it glow, let it glow. Und hier haben wir Magic Finish Glow Serum in 7 ml Diamond Glow. Okay, also ich vermute, das wird so eine Art Primer sein, damit man unter dem Make-up ja einen schönen Glow hat. 7 ml. Ja, das finde ich jetzt auch nicht schlecht. Und was haben wir bei der Pflege? Da haben wir einen Augenbalm in 7 ml von Retinol Intense. Also eine Augencreme. Auch 7 ml. Also ja, das finde ich jetzt relativ gleichwertig. Finde ich auch beides gut. Also, da gebe ich beidem 2 Punkte. Und in der 3 hört man nichts. Believe in the magic of Christmas. Okay, haben sie wirklich auf jedes Türchen was draufgeschrieben? Okay. Ah ja, hier haben wir einen Build-up Hardener, also einen Unterlack, einen Nagelhärter in 8 ml. Sieht so pink aus, pink durchsichtig. Ja, also ich meine, so einen Nagelhärter kann man auch grundsätzlich gebrauchen. Sieht auch wieder nach 2 Punkten aus bei mir. Und beim Pflege-Adventskalender haben wir ein Hyaluronserum in 20 ml aus der Aqua Intense-Reihe. Ja, es ist ein klassisches Serum. Ja, 20 ml ist jetzt natürlich schon eine große Größe für ein Serum. Aber es lässt mich jetzt nicht so komplett ausrasten. Also wieder mal beide 2 Punkte. Die 4. Es hört sich beim Pflege-Adventskalender nach einer Maske an, muss ich sagen. Ja, und ich habe recht, es ist eine Maske. Night Therapy Mask mit Mangobutter und Moringaöl. Parfümfrei, unterstützt die Regeneration der Haut, verbessert die Festigkeit und Elastizität. Ja, das finde ich jetzt nicht so toll. So ein Zweier-Sachet von einer Maske, also 10 ml. Ja, das bekommt jetzt mal nur einen Punkt. Das finde ich jetzt nicht ganz so toll. Ist immer noch ein gutes Produkt, aber ja, ich weiß nicht, diese Maskensachets sind irgendwie immer nicht so ganz meins. Und beim Pflege-Adventskalender, ich vermute ein Stift, so wie er sich anhört, ein Magic Finish Volume and Repair Lip Balm in Iced Champagne. Ah, okay. Ja, das sieht schön aus. Also Lippenbalsam kann ich auch immer gebrauchen. Das sieht mir auch nach einer schönen Farbe aus. Ja, das finde ich jetzt definitiv besser als die Maske. Also bekommt die Maske 1 Punkt, habe ich schon gesagt. Und das hier bekommt 2 Punkte. So, die Nummer 5. Beim Pflege-Adventskalender wieder relativ schwer.
Qualmpflege-Adventskalender haben wir eine Handcreme, auch aus der Retinol-Intens-Reihe. Da hatten wir ja schon diesen Augenbalsam. Und jetzt eine Handcreme in 75 Milliliter. Ja. Also bislang hat mir tatsächlich aus dem Pflege-Adventskalender das Türchen Nummer 1 am besten gefallen. Also das Shampoo fand ich bislang am besten. Die Handcreme bekommt 2 Punkte, ist ein solides Produkt. Und die 5 beim Pflege-Adventskalender. Ja, da haben wir das erste Füllprodukt meiner Ansicht nach. Und zwar eine Nagelfeile aus Glas. In diesem, ja, in dieser Verpackung aus Stoff. Ja, also es tut mir leid, aber da gebe ich jetzt tatsächlich mal 0 Punkte. Weil das ist für mich tatsächlich so ein klassisches Füllprodukt. Und ich würde mich halt darüber jetzt nicht freuen, wenn ich das am 5.12. auspacken würde. So, die Nummer 6 ist bei beiden Türchen genau gleich groß, genau das gleiche Format. Machen wir mal die Pflege, nee, das Make-up als erstes auf. Und hier haben wir, ja, das ist natürlich toll. Das Magic Finish Make-up in 20 Milliliter mit einem extra weihnachtlichen Deckel. Das ist natürlich super. Ich hatte auch noch nie das Magic Finish Make-up in dieser normalen Farbe. Ich hatte immer nur Summertime, was für mich natürlich zu dunkel ist. Aber darauf freue ich mich wirklich und darauf habe ich auch gehofft. Das bekommt von mir 3 Punkte. Das finde ich echt toll. Wirklich super. 20 Milliliter von dem Magic Finish finde ich wirklich super. Ist auch ganz toll für Nikolaus. Ne? Das ist ja die Nummer 6. Also da haben sie das Richtige ausgesucht. Und bei der Pflege, nicht nur, dass es gleich groß ist, da ist auch tatsächlich das Gleiche drin. Also hier ist auch wieder das Magic Finish Make-up in 20 Milliliter drin. Also auch im Pflege-Adventskalender ist das drin. Das finde ich super. Also ich glaube, dass sich da jeder, der Asa mag, drüber freuen wird, weil das Magic Finish ja schon so ein Klassiker von denen ist. Also, wir kommen beide Kalender 3 Punkte für Türchen Nummer 6. Weiter geht's mit der 7. Sehr schwer bei dem Pflege-Adventskalender. Jetzt machen wir mal als erstes den Pflege-Adventskalender auf. Da haben wir eine Fußcreme von Vino Gold in 75 Milliliter. Ja. Jetzt hatten wir schon eine Handcreme, jetzt haben wir noch eine Fußcreme. Also für alle Körperstellen gesorgt. Ja, Bodylotion fehlt noch. Ja, es ist auch ein solides Produkt. Also bekommt von mir auch wieder 2 Punkte. Und bei Magic Finish Have a Colorful Day haben wir... einen Full-Size-Lippenstift in Holiday Crush, heißt die Farbe 4 Gramm. Einen Satin-Lipstick. Die Verpackung ist natürlich sehr schön mit diesem Gold in Glänzen. Ah, es hat auch einen Magnetverschluss. Also sehr hochwertig gemacht. Oh, und das ist wirklich eine schöne Farbe. Gefällt mir sehr gut. Sehr, sehr schön. Ja, den finde ich, wie gesagt, auch von der Verpackung her wirklich wahnsinnig schön. Also das bekommt von mir 3 Punkte. Das finde ich super. Ganz toll. Ja. So, damit haben sie wieder so ein bisschen die Nagelfeile ausgeglichen, würde ich sagen. Die Nummer 8 und schon das letzte Türchen für heute. Jetzt machen wir mal als erstes Make-up auf. Und hier haben wir... ja, passend zu dem Lippenstift. Einen Lip Designer Holiday Crush. Ja, das ist natürlich schlau gemacht. Also, dass es auch noch zu der Farbe von dem Lippenstift passt.
Es ist natürlich sehr klein, also es sind 0,095 Gramm. Und das ist zum Hochdrehen. Ja, aber es ist sehr gut gemacht. Also, finde ich wirklich. Also so Lippenstift und dann Lip Liner nacheinander in der passenden Farbe. Finde ich schon gut. Bekommt 2 Punkte. Weil es halt eine kleine Größe ist. Sonst hätte es 3 bekommen. Und die Nummer 8 bei dem Pflege-Adventskalender. Ist relativ klein. Wieder eine Maske vielleicht. Nee. Ein Ahuhu Arganöl für gesundes, glänzendes Haar in 10 Milliliter. Ja, das werde ich nicht behalten, aber das werde ich einer Person in meiner Familie zu Weihnachten schenken. Ich weiß auch genau wem. So sieht das aus. Ist Glas. Also wirklich hochwertig gemacht. Mal dran riechen. Das riecht ja zu weit nach nichts. Ja, aber das weiß ich, wie gesagt, in der Familie, wem ich das geben werde. Weil ich habe eher ja, sehr feines Haar und da kann ich Haaröl eigentlich so gut wie keines benutzen. Das Einzige, was bei mir geht, ist dieses Moroccan Oil. Das geht. Aber ansonsten ist Haaröl eigentlich immer zu schwer für meine Haare. Aber das finde ich jetzt auch nicht schlecht. Also 10 Milliliter Haaröl finde ich gut, bekommt auch 2 Punkte. So, damit haben wir schon die ersten 8 Türchen geschafft. Jetzt zähle ich mal zusammen. Also der Pflege-Adventskalender hat 17 Punkte erreicht. Und der Make-up-Kalender hat 16 Punkte erreicht. Also leichte Führung für den Pflege-Adventskalender mit einem Punkt. Also 17 zu 16. Wir hatten bei beiden Kalendern 2x3 Punkte. Bei dem Pflege-Kalender einmal eine 1, aber dafür bei dem Make-up-Kalender einmal eine 0. Ja, aber immer noch sehr ausgeglichen. Dann bin ich gespannt, wie es weitergeht. Wenn ihr einen der beiden Kalender auch für euch gekauft habt, dann schreibt mir doch gerne einen lieben Kommentar. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum Teil 2. Tschüss!